Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Und wir gehen direkt zu Götz und geben ihm seinen super Händlerpass zurück. Und dann überqueren wir hoffentlich endlich den Grenzposten auf dem Weg zum neuen Kaiserreich. Oder. Sonderpreise! Komm! Ja, doch, nicht schon. So. Saftige Birnen! Guckt er schon wieder da? Eigentlich will ich ja mal. Bitte sehr, Götz. Verlier ihn nicht nochmal. Mein Pass! Ihr habt ihn! Oh, vielen, vielen Dank. Tante hätte mir sonst die Ohren lang gezogen. Ich muss Elle und Theo auch noch Danke sagen. Solltest du auch, Hansa. Deine Freunde und du, ihr müsst nicht mehr stehlen. Und wenn euch wieder jemand bedroht, wendet euch an die beiden. Ich weiß. Und das haben wir schon. Wir schaffen jetzt für Eloise die Chocobo-Scheiße aus den Ställen. Ist verdammt anstrengend und bringt weniger Gil, aber wenn wir dranbleiben, wird's schon werden. Na, dann bleib dran. Ach, Götz. Tut mir leid wegen dem Pass. Ah, macht nichts. Ich hab ihn ja wieder. Und Ende gut, alles gut, oder? Du willst doch Schmied werden, oder? Ich werd dein allererster Kunde. Ich spar meine ganzen Gil und kauf ein riesiges Schwert von dir. Ich geb mein Bestes. Bis dann. Der Schmied Götz, Alter. In Ordnung. Wir dürfen auf den Wagen. Du weißt Bescheid. Du bist ein Händler. Wir sind Söldner und beschützen dich. Beschützen? Und vergiss nicht den Plan. Du fährst durch, ganz bis nach Dichasia. Jill und ich werden schon vorher aussteigen. Wir finden anderswo rein. Ich werde einkaufen gehen. Gut. Und wir werden uns einen Überblick verschaffen. Mitten in der Stadt gibt's einen Platz, der mit dem großen Glockenturm. Wenn was schief geht oder so, treffen wir uns da. Verstanden. Dann los. Sitz des kaiserlichen Hofes. Verstehe. Und ihr seid sicher, dass euer Vater nichts von Ultima weiß? Das bin ich. Ich glaube gern, dass eine finstere Macht ihren Einfluss auf das Kaiserreich ausübt. Aber wie dem auch sei, sie steuert nicht meinen Vater. Er bleibt weiterhin Herr seines eigenen Verstandes. Dann agiert der Feind aus den Schatten. Ich gestehe, als ihr von diesem Feind spracht, hatte ich Zweifel und davon nicht wenige. Eine Bestie, die bezweckt, in Valisthea Chaos zu stiften, nur um eures Bruders Willen? Doch eure Wunde ist ein untrüglicher Beweis. Ist das eure Antwort, eure Hoheit? Ihr schließt euch dem Kampf an? Ich kann nicht. Noch nicht. Eure Hoheit, bitte. Wie ihr wisst, stehen die Dalmeker vor unseren Toren. Ohne ihren Mutterkristall ist ein Rückzug keine Option mehr für sie. Der Angriff ist nur eine Frage der Zeit. Bahamut wird sie aufhalten müssen. Sonst gibt es ein Massaker. Wenn auch nicht durch Kupgas Hand, dank Ultimas Machenschaften. Ich kann die Sorge um euer Volk nur zu gut verstehen. Doch die Menschen erwartet ein schlimmeres Schicksal, wenn wir Ultima nicht aufhalten.
Das Chaos, das er bringt, wird ganz Valestea in den Abgrund stürzen. Das Leben jedes Menschen in Stürm und Ashra ist in Gefahr. Ich glaube euren Worten, Phönix. Doch ich habe eigene Pflichten und ich muss ihnen nachkommen. Was auch passiert. Was hat es eigentlich mit dieser Blume auf? Was wisst ihr über mein Blut? Nun, du weißt sicher auch, um die höchsten Ämter des Staates zu bekleiden, verlangt es einer makellosen Abstammung. Leider. Führt deine Blutlinie in Oriflams Gosse. Zu einer Hure, die dich in Gil abgewogen hat. Habt ihr meinen Vater erpresst? Aber nicht doch. Es war nur ein Flüstern im Wind. Dass sein Bastardsohn eine Rebellion ausbrütet. Was? Silver hört auf die Worte seiner Astrologen. Und sie hören auf mich. Du hast sie für deine Intrigen benutzt! Zeige mir Treue und beuge dich, Olivier. Dann wird dein Haupt mit Lorbeeren verziert werden. Und nicht mit Teer. Doppelzüngige Hexe! Da ich deinen wichtigen Dienst für das Reich zu schätzen weiß, werde ich dir diese ungewohnte Impertinenz verzeihen. Nun geh und wappne dich. Es bedarf deiner Kräfte. Kaiser Olivier hat bestimmte Erwartungen an dich. Oder sagen wir, an Bahamut. Also geh und mach Jagd auf seine Feinde für ihn. Bis auch ganz Valistea weiß, wer es wirklich lenkt. Ein weiteres Unheil erschüttert unser Sanbrek. Die Flammen dieses Krieges, sie verbreiten sich unaufhaltsam weiter, alles nach Ultimas Will. Vergebt mir, meine Mutter hat euch viel Leid beschert. Daran habt ihr keine Schuld. Dieser Frage muss sich das Kaiserhaus stellen, und ich als sein Mitglied habe die Aufgabe, sie zu lösen. Und sobald dies getan ist, soll meine Kraft die eure sein. Danke, Eure Hoheit. Lasst uns gemeinsam in die Lüfte steigen und den Menschen wieder Hoffnung bringen. Nichts wünsche ich mir mehr. Terence. Mein Prinz. Glaubst du, dass das, was ich tun werde, falsch ist? Ich. Wir Dragoons gelobten euch Treue, Eure Hoheit. Und wir werden euch bis zum Ende folgen. Danke. Dann ist dies mein Dekret. Für ihre Verbrechen gegen die Krone werden Kaiserin Annabella und ihr usurpierender Sohn von mir gerichtet und Sanbrek erlöst. Uiuiuiui, jetzt geht's aber ab dann. Jetzt geht's endlich in die Hauptstadt. Kristalldominium.
Insel von Ark. Hey, was machst du mit mir? Ich pass doch nur auf, dass dich dieser Riesen... Dabei stehen diese Leute am Rande eines Kriegs. Sie haben Angst. Sie trinken sich neuen Mut an. Und was macht dir Angst, Clive? Deine Anwesenheit. Der Hafen ist leer. Und auch die Hälfte der Marktstände. Die Stadt wirkt zwar friedlich, aber sie gleicht einem Pulverfass. Es bräuchte nur einen Funken, der uns den Weg in den Mutterkristall erleichtert. Darauf habe ich gewartet. Rufen wir Gav. Wenn jemand für Unordnung sorgen kann, dann er. Und bis er da ist, tüfteln wir an unserem Plan. Ich schicke einen Stolas. Können die zwei nicht mal so ein bisschen über ihre Beziehung reden? Ich meine, es gab jetzt schon zwei sehr knappe Momente und ja. Was ist, Großer? Da brennt's ja. Weg hier, schnell! Die ist auch recht überall. Easy Jump, ey. Hier lang. Über die Dächer. Feuer in der Nacht. Na dann. Die Stadt brennt. Götz wird es bemerkt haben. Gehen wir zum Treffpunkt. Der Platz am Glockenturm. Im Stadtzentrum, richtig? Und jetzt? Wo soll ich hier hin? Hä? Nicht dumm. Ach, das. Oh, lol. Naja, okay, never mind. Ja, die Leute, die Dark Souls und Co. spielen, die hätten es sofort gefunden. Waren das kaiserliche Dragoons? Ist halt jetzt die Frage, ne? Soll ich jetzt die Dragoons in Ruhe lassen? Weil ich habe natürlich den Bussi Clive nicht gehabt. Passiert hier. Finden wir es raus. Gut. Aber erst suchen wir Götz. Und schon sind wir auf den Straßen. Ist er wohl auf. Oh. Muss das sein? Das ist doch keine Dragoons. Das sind also nur normale Soldaten. Dragoons sind die mit den Speeren, verdammte Scheiße. Was soll denn das jetzt?
Ich als Ehrenwärter Final Fantasy 14 nicht mal gut, Alter, bin sehr in Turn hier. Oh lol, daneben. Na dann. Weiter, weiter. Oh, da sind noch mehr. Die sind noch tot, warum denn das? Komm mal her. Bam. Oh. Oh, da sind Dragoon. Das ist so krass, da drin stimmen sieht halt nichts mehr. Das ist so witzig. Was passiert hier nur? Ein fetter Sturm, ey. Jetzt mal drauf gehen. Ja, oder so. Und zack. Es besteht kein Zweifel. Es sind Dragons. Was geschieht hier? Ein Staatsstreich? Stimmt. Ist die Hornet war dafür verantwortlich, dass hier alles kaputt ist? Nee, das glaube ich nicht. Der würde nicht die eigene Stadt zerstören. So würde ich nicht einschätzen. Sein würde in der Kanalisation zu landen. Weg jetzt, hab keine Zeit. Hoppala, das wollte ich nicht. So. Okay, was kam denn da jetzt runter? Leichen oder was? Auf der anderen scheiß Gartenseite, ey. Was ist da los? Was ist das für ein Treffpunkt jetzt? Ah, da kommt man hoch. Ist das Squid-like oder was? Ein Lastkran. Ja, perfekt. Einfach ist das ein Squid. Ja, moin. Schon krass, wie die Straßen hier aussehen. So wenige von euch. Fliegeviecher auch noch. Liebe Kriegsweibern. Okay, das sind Babyweibern oder was? Oh mein Gott, die sind ja voll süß. Schau mal, wie klein die sind. Oh, ich bin rast komplett aus. Die sind ja super putzig. Ich will dich umhauen. Die sind voll knuffig. Schade, ey. Dass man die immer weghaut, ey. Komm mal her jetzt. Oh.
Oh, das wären dann alle, oder? Oh nee, doch nicht. Wo kommst du denn her? Okay, jetzt ist Zeit für den Sturm. Und das auch noch. Bam! Das sieht immer so cool aus mit den Kugeln vom Phönix. Das war's, mir hält er nicht aus. Oh, obwohl. Anscheinend reicht das uns doch perfekt. Okay, dann weiter geht's. Nur wo lang? Das Tor glaube ich nicht, dass ich komme. Suchen wir einen anderen Weg. Wie ich schon sagte, das Tor glaube ich nicht. Oh, da oben. Aha. Jetzt hier hoch, alles klar. Das ist schon immer so kompliziert mit dem Laufen. So, was haben wir da? Noch ein gutes Item. Ah, oh, super Trank. Okay, das nehme ich. Oh. Wir wissen gar nicht, was passiert, ey. Keine Chance mehr. Torgel, ey. Einfach Beyblade. So. Halt durch, Katz. Wir kommen. Ist Götz tot oder was? Ich dachte, die ganzen Normalos werden evakuiert. Kann nicht wahr sein jetzt hier, ey. Okay, einfach nur weitergehen. Oh, ist schon wieder ein Dragon. Ah. Eine Kombo nach der anderen. Und Donnerblitz. So, schön rein damit. Auch noch, ne, schön so viel Leben runterhauen, wie geht beim Dragoon. Reizen Augen, das ist aber drauf. Ah. Ah. Oh ja, natürlich, genau dann, wenn ich die Scheiße einsetze. Oh, wo ist er hin? Oh. Okay. Ah. Prinz Dion, da, ich wusste es doch. Ich hau jetzt gerade leider die ganzen Soldaten weg, die eigentlich cool sind. Schade. Aber was soll ich machen? So, was haben wir da? Ein Heiltrank. Aber wie gesagt, kriegt man so viel Tränke? Braucht man auch gar nicht eigentlich. Also ich kann sie ja nicht tragen mehr. Zwei oder so. Ich hab die nur so weggeschoben. Nein, komm her. Ich krieg den halt nicht, ne? So stupid. Klatsch. So. Und da geht's weiter wohl, hä? Sesam, öffne dich.
Siehst du Guts irgendwo? Oh. Okay. Okay, Respekt für den Auftritt. Na gut, oh. Okay, schön reingeflogen. Hey, ich hab doch. Ich hab einen ausreichend Glück. Bam, bam. Ist halt gut mit dem Angriff, ne? Kann er mich schlecht treffen. Finde ich sehr nice. Aber. Ja, yeah, Wirbelsturm für dich. Oh. Das juckt dann aber nicht sehr. Das steckt ganz schön gut ein, der Drache. Drache! Okay, was ist jetzt? Achso. Lol. Die Animation, die er noch abgespielt hat, ist eigentlich noch nicht am Boden da. Perfekt. Das hat ja überhaupt nichts gebracht jetzt. Und steht er wieder. Oh je. Komm her. Das ist mal auch weniger Schaden als es sollte. Man ist noch mehr ja, Schildbreak-Zeug. Ein bisschen. Ich fürchte, hier wird's gleich sehr ungemütlich. Ich glaube auch. Alter. Diese Mechanics, ey, von dem Raid aus Final Fantasy 14. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hab versucht rauszukommen. Hat nicht so gut geklappt. Ey, wie soll man denn gegen ihn kämpfen, wenn er die ganze Zeit mit einer Fresse oben ist? Ja. Macht schon gut Aua, ey, wirklich. Broken. Und zack. Mehr. So richtig aufs Maul, Alter, aber so richtig schön. Bam, 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 bam. Aber ich bin trotzdem zu langsam. Jetzt ist er gleich schon wieder nicht mehr gebrochen. Verdammte Kacke, Mann. Das ist halt übel schwierig. Und das bisschen muss ich noch rausholen. Ah, schade. Ja. Oida, die machen aber gut Schaden. Oida. Alter Schwede, ich habe nur noch einen Trank. Ich komm nicht weg. Uiuiui. Der macht aber gut Aua gerade, schon die ganze Zeit. Hätte nicht gedacht, dass der mir so viel Aua macht. Der ist nur halb broken, ja nicht. Das ist halt auch so mies. Nee.
komm, jetzt gibt's aber richtig schön Saures. Ah! So, jetzt bist du fertig. Ab mit dir. Weißen Drachen erlegt, der war aber echt ganz schön stark. Wird schon ganz schön knapp hin und wieder, ne? Stufe ab. 32. Der war riesig! Götz, da steckst du ja. Ich wusste echt nichts vom Drachen. Na gut, verschwinden wir. Was jetzt? Oh, Barmut. Barmut. Fuck. Ich bin so verwirrt. Prinz Dion, was tut ihr? Wir müssen fliehen. Gnaden, ich bitte euch. Er ist nicht er selbst. Was ist passiert? Vergib mir, Jote, aber ich muss das beenden. Euer Gnaden! Jetzt hat er den kaputt gemacht. Oder auch nicht. Hä? Ich bin so verwirrt. Und wie geht's jetzt weiter? Wir zerstören den Kern. Und wenn er wiederkommt? Sobald die Flammen erlöschen, rücken die Kaiserlichen und Dalmeka hier ein. Wir haben nur diese eine Chance. Und Bahamut ist fürs Erste weg. Bring dich so schnell wie möglich in Sicherheit, Götz. Was? Und euch zwei im Stich lassen? Das mache ich nicht. Wenn ihr bleibt, bleib ich auch. Ich habe alles eingepackt, bevor ich abgehauen bin. Also, wenn ihr was braucht, fragt mich. Mann, Götz, du bist ein Klötz. Ich gebe euch aber nichts umsonst.
sonst bekomme ich Ärger mit Tante. Danke, Götz. Naja, gut, dann kann ich ja nochmal meine Heiltränke aufstocken. So, Boy. Die Relikte. Lass mich nur mein Zeug rausholen. Götzbütchen. Oh, ein Diamantschwert. Danke. Stärke. Brauchst du noch was anderes? Oh. Achso, kaufen. Oh. Danke. Also jetzt werde ich aber verwöhnt. Danke. Gut, hier, bitteschön. Ja gut, das Zeug, das ignoriere ich mal. Auch nicht. Achso. Hinter dem Meer. Lovely, dark and deep. Ich glaube, ich ruhe jetzt einfach mal. Danke. Gut, hier, ich kann direkt frei. Brauchst du noch was anderes? Frei. Hier, bitteschön. Und ich hole. Komplett ist unbekannt. Ich kaufe einfach mal das brauchst da. Brauchst du noch was anderes? Meld dich, wenn du noch etwas brauchst. Nee, das war's. Dankeschön. So, aber bevor es weitergeht, will ich sagen, sorry. Oh Leute, was ist denn mit mir? Wieso funkel ich so? Bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy, euer Guantanamo. Tschüssi.